Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simple 3, der Danny spielt das. Wir fahren heute den IC 2214 von Duisburg Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof um 5.44 Uhr. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Und zwar dieses Szenario findet ihr in der Rubrik Gefühltes Eisenbahnerlebnis. Ich werde euch das nachher aber auch noch zeigen, wie ihr da hinkommt und was es dort alles so zu tun gibt. Aber das dann später. So, AFB. AFB. So. AFB. Dann müssen wir natürlich noch den Bremsschlüssel aufsperren. Da müssen wir die AFB auf 40. So, müssen aber noch die Zugsicherungssysteme einschalten, logischerweise. CIFA, PCB und LZB. Wir müssen das auf Signalleuchten machen und dann können wir uns wieder hinsetzen. So, dann wären wir eigentlich abfahrbereit, oder? Was ist denn jetzt mit der AFB los? Schließvorgang eingeleitet. Doch gerade eingeschaltet. AFB, 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 AFB. Jetzt hat er sie. Gerade nicht registriert gehabt. Wahrscheinlich zu früh. So, dann jetzt aber 40. So, auf geht's. Wir lösen die Bremsen und schalten langsam auf. Zugbeeinflussung. So. Auf 100 aufschalten. Fahren wir langsam in den Sonnenaufgang rein. Ist doch wunderschön. 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 Weil da gibt es verschiedene Szenarien unter dem Punkt. Auf allen Strecken, die man besitzt. Aber wie sich das dann im Einzelnen darstellt, zeige ich euch dann im Anschluss, damit ihr auch genau wisst, wie ihr da hinkommt, während uns hier noch ein Regionalexpress entgegenkommt. Wer weiß denn, welcher Regionalexpress das ist, wohin der fährt? Schreibt es gerne in die Kommentare. So, wir sollen schon in 10 Minuten in Essen sein, da bin ich ja mal gespannt. Ursprünglich wollte ich heute einen Livestream machen, aber das hat leider aus technischen Gründen noch nicht so geklappt. Ich arbeite aber dran und hoffe entweder morgen oder spätestens nächste Woche mit Hilfe eines guten Freundes
das in den Griff zu bekommen und euch dann endlich nach lange mal wieder einen Livestream zu präsentieren. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. So. So, wir dürfen ja schneller. Dann sollten wir das noch tun. Wunderschön, wie sich die Schienen spiegeln, traumhaft. Liebe es, wenn man so im Sonnenaufgang in die Bahnhöfe reinfährt. Ist einfach nur schön. So, gleich 110. Eigentlich jetzt schon mal hingehen. Sind wir auch schon fast da. 9,8. Mit dem IC durchs morgendliche Ruhrgebiet. Traumhaft. Ich finde es wunderschön. Also es sind auf jeden Fall jede Menge Szenarien in dem unter der Rubrik abzuschließen. Ich möchte sie alle auf Gold abschließen und gucken, was dann passiert. Weil es soll dann irgendwas freigeschaltet werden. Was weiß ich nicht, aber darauf bin ich sehr gespannt und deswegen möchte ich das auf jeden Fall abschließen. So gut ich kann. Um zu erfahren, was dann da rauskommt aus der ganzen Sache.
Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Überraschungen, von denen man nichts weiß. Etwas, so ein paar Geheimverstecke. Und das kann man natürlich nur rausfinden, wenn man es auch abschließt. Wenn man es praktisch lüftet. Fährt da hin unser Fernverkehrszug. So, gleich 130. Sind wir auch sofort da. So. Nein! Machst du denn? Ganz ruhig. Mange Marianne. Einmal den falschen Knopf drückt er. Gottes Willen, im Himmelswillen. Ah, gerade nochmal alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Keine Panik. Türfreigabe. Ah, egal. Gut, dann entriegeln wir sie hier. Schauen, was passiert. So, da steht der andere IC. Wir sollen hier nicht einsteigen. Beziehungsweise die Fahrgäste an sich nicht. Wie bitte? Das glauben die auch selber nicht. Um 6.15 Uhr soll der RE11 kommen, der nach Kassel-Wilhelmshöhe fährt, von Essen aus. Ist das möglich? Ist das wirklich real? Schreibt es bitte in die Kommentare. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Minden, okay, kann ich mir noch vorstellen. Aber Kassel? Mit einem RE? Schreibt es bitte in die Kommentare, ob das real ist. Würde ich gern wissen. So. Wir haben jetzt hier gleich Türen schließen. Das werden wir machen. Und dann warten wir einfach mal ab. Schließvorgang eingeleitet. So, das Ganze ist beendet. Ist ein Gold bekommen. Das ist der Fall. Ist wunderschön. Dann machen wir jetzt immer weiter. Gehen wir auf zum freien Spiel zurückkehren. Da der ja erstmal. Da machen wir folgendes. Wir rüsten die Kiste ab. Genau. Zuglichter aus.
aus. Rüsten wir die ganze Kiste mal ab hier. Können wir ja mal machen. Zugbeeinflussung. Nicht fahrbar. Okay, ja gut. Wir haben ihn ja soweit abgerüstet. Dann können wir mal aussteigen, würde ich sagen. So. Türen sind geschlossen. Zug ist abgerüstet. Die sollen wir ja sowieso erstmal nicht einsteigen. Um 8.15 Uhr, ne, um 6 Uhr, was steht da? Um 6.15 Uhr kommt, wie gesagt, der RE11 nach Kassel-Wilhelmsburg über Wattenscheid, Bochum, Dortmund. Ja, der hat eine Fahrt vor sich. Was können wir denn jetzt machen? Eigentlich nicht mehr so viel, oder? Kommt um 6.39 Uhr der RE2 nach Osnabrück. Ich würde sagen, gehen wir mal runter. Dann gehen wir mal hier hin. Hier steht gar nichts. Kann man eigentlich hier in Essen runter in die große Halle? In die, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Wartet mal. Genau, ich habe mal was vor. Moment mal. Da bin ich doch jetzt gespannt. Nee, nee, ich will zu Gleis 8. Dann muss ich da weiterlaufen. Wir mal hier hoch. Jetzt Gleis 1. Da fällt mein IC ab. Wo ist denn? Sechs. Da hinten will ich hin. Muss ich doch hier runter? Dann hier hoch. 7. Genau, das ist... Da fällt nämlich immer der RE14 ab. Der da dran steht, das wäre jetzt mega. RB 33 Essen Hauptbahnhof, RB 33 Aachener Hauptbahnhof. Steht leider nicht dran. Aber bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Auf jeden Fall fällt an diesem Gleis immer der RE 14 nach Borken ab. So viel weiß ich. Genau. Das ist also... Das wäre dann der Talent 2, wenn es ihn denn hier geben würde und die Strecke geben würde. Aber leider ist dem nicht so. Kann man leider nichts machen. Die große Halle hier in Essen scheint es auch nicht zu geben. Dann würde ich sagen, beenden wir das Szenario an dieser Stelle und ich zeige euch, wie ihr denn überhaupt zu dem kommt, was ich jetzt gespielt habe. Ich würde sagen, wir speichern das einfach. So, und dann gehen wir mal zurück zum Hauptmenü. Und ich zeige euch, wie ihr denn überhaupt dahin kommt. So, ihr geht dann hier auf den Punkt zu den Zügen. G
geht hier oben auf Eisenbahnreisen geführtes Erlebnis. Und dann habt ihr hier die ganzen Strecken, alle, die ihr im Besitz habt. So, ich hatte Hauptstrecke Rhein-Ruhr, geht da mal drauf. Dann könnt ihr hier zum einen 46 Szenarien auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr fahren, die sich da schimpft Hauptstrecke Rhein-Ruhr-Reise. Einmal mit der S-Bahn-Lokführer Baureihe 425 und einmal das Ganze mit der Baureihe 422. Ich habe aber genommen Intercity 101, habe dort jetzt drei Szenarien von 30 abgeschlossen. Da gibt es einmal den Punkt nicht anhalten. Dort habt ihr dann diese Szenarien zu absolvieren. Dann gibt es einmal den Punkt Intercity. Dort habt ihr dann diese ganzen Szenarien hier abzuschließen, wo ich schon zwei Gold habe. Und dann gibt es einmal Klassenbester, was ich jetzt gerade gefahren bin. Dort habe ich drei bereits abgeschlossen. Die ersten drei. Ihr seht, was ich noch zu tun habe. Und das Ganze zieht sich dann natürlich auf die ganzen Strecken hier fort. Na, ihr seht's. Muss ich nicht viel zu sagen. Da gibt es jede Menge. Ihr seht ja die Anzahl dann von den Szenarien, die ihr zu fahren habt. Ne? Rapid Transit. Nahverkehrs Dresden 41. Also das sind noch jede Menge Szenarien, die man dort absolvieren hat. Jede Menge zu tun. Ihr werdet es auf jeden Fall in einem der nächsten Videos dann sehen, wie es weitergeht, was passiert, wenn ich so eine Strecke komplett abgeschlossen habe. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann passiert. Hier haben wir sogar 13. Boah, Wahnsinn. Selbsttraining ist dabei. Hier unten seht ihr dann noch nicht begonnen, begonnen, abgeschlossen und mit Gold abgeschlossen. So, das haben wir soweit begonnen, aber auch noch längst nicht abgeschlossen und schon gar nicht mit Gold abgeschlossen. Das möchte ich auf jeden Fall ändern. Ihr werdet es auf jeden Fall in einem der nächsten Szenarien bzw. Videos sehen, wie das Ganze weitergeht. Seid gespannt, freut euch drauf. Und wenn es euch bis hierher Spaß gemacht hat, freut mich das, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Habt ein schönes, schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Ja. Bleibt mir treu. Haltet mir die Stange. Ihr seid die Besten. Passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bye, bye.